Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Hier ist wieder euer Stürmi und hier sind wieder die Stürmi-News. Und zwar ist heute das DFB-Pokalspiel Werder Bremen gegen FC Bayern München. Das Halbfinalspiel. Und ja, die Bayern sind auf Platz 1 mit 70 Punkten, ein Punkt vor Dortmund. Hummels wird für Süle wahrscheinlich spielen, weil Süle gesperrt ist. Ribéry fällt wegen muskulären Problemen aus. Und Robben ist noch im Aufbautraining, also er wird auch nicht spielen. So, bei Bremen. Bremen ist auf dem 8. Platz im Moment in der Liga. Hat 46 Punkte. Gleich mit Wolfsburg. Wolfsburg hat auch 46 Punkte. So, Schein ist wegen einer gelb-roten Karte auch gesperrt. Genau wie Süle. Bartels fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Ja. So, also mein Tipp wäre ein 1 zu 2 für die Bayern. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ich schicke euch mal zum Kommentar da. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zu dem DFB-Pokalspiel Werder gegen Bayern München. Und ja, also es werden ein paar Spieler fehlen. Zum Beispiel Süle, gell, ist ja gesperrt und Ribéry fällt auch aus und Robben auch. Schein ist auch gesperrt und Bartels fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Leider konnte ich das Team der Bayern nicht genauso machen, wie ich es wollte, aber egal. Ich habe Bremen habe ich so gemacht, wie es ging. Und ja, schauen wir mal gleich auf die Aufstellung. Und da ist schon die Aufstellung von SV Werder Bremen. Pavlenka im Tor, Agostinho, Moisander, Gabriel Selassie, Rashica, Klaassen, Eggestein und Osako im Mittelsturm und Kruse als Stoßstürmer. Also Eggestein im Mittelfeld noch. Ja, das Kommentieren habe ich noch nicht so drauf. Das kommt vielleicht noch. Tut mir leid. So, Shake Hands zwischen den Parteien. So, hier ist die Aufstellung von Bayern München. Neuer ist ja eigentlich verletzt. Alaba, Hummels, Süle, Kimmich. Da fällt Süle. Thiago, Martinez, Müller. Coman, Lewandowski und Gnabry. Ribéry wird ja nicht mitfahren oder ist nicht mitgekommen. So, nochmal die Einschwörung und jetzt ist gleich Anstoß. Und Werder spielt von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Anstoß und los geht's. So, Klaassen am Ball. Zu Rashica zu Augustinsson, Klaassen zu Eckenstein, dann wieder zurück und jetzt geht's über rechts. Die Bayern haben jetzt den Ball, spielen schön zusammen hier. Alaba und Coman. Coman zu Thiago zu Müller. Und jetzt haben die Bremer wieder den Ball. So, Bremen über rechts jetzt. Jetzt durch die Mitte. Kruse hat den Ball. Jetzt hat Eggestein den Ball. Geht über außen. Gibt wieder nach hinten zu Klaassen. Klaassen zu Kruse. Und ja. Jetzt haben die Bayern wieder den Vorwärtsgang. Und da haben sie wieder den Ball verloren. Bremen wieder am Vorwärtsdrang. Und die Bayern behaupten den Ball wieder. Und da ist jetzt Einwurf für den FC Bayern. Und jetzt ist der Bayern, FC Bayern wieder im Vorwärtsgang. Und jetzt geht's schön nach vorne und Schuss durch Müller. Aber leider über das Tor.
So, Lewandowski. Oh, jetzt haben die Bremer wieder den Ball. Ah, das war so halbherzig. Oh, der nächste Schuss hier von Thiago. So, Kruse. Kruse zu Eggestein. Eggestein flankt und leider zum Bayern-Spieler und nochmal eine Chance durch Osako, aber ja. So, Eggestein zu Eggestein. Eggestein zu Kruse, Osako. Osako hat den Ball und schießt. Und ach, über das Tor. Jetzt kommen die Bayern wieder. Gnabry, Gnabry, Gnabry zu Lewandowski und er schießt und Pavlenka hält. So, Augustinsson, Rashica. Rashica zu Osako. Osako zu Kruse und Kruse läuft aufs Tor. Kruse läuft und Tor, Tor durch Kruse. In der 35. Minute oder 36. Das ist das 1 zu 0 durch Werder Bremen. Ein schönes Tor durch Max Kruse. Ah, 36. Minute. Okay. Da haben wir es. Ja, jetzt müssen die Bayern was tun. Bayern beim Anstoß und jetzt Süle. Süle auf Thiago. Thiago auf Hummels. Lewandowski bekommt den Ball mit dem Kopf. Come on. Wieder Lewandowski. Come on. Und Müller. Müller. Ah, Pavlenka hält ihn. Und jetzt ist Bremen. Nein. Durch einen Fehlpass haben die Bayern den Ball wieder. Jetzt Müller. Müller auf Thiago. Dann wieder Müller. Müller auf Lewandowski und er schießt und ach, das war ja ein Schüsschen war das. Und da haben wir schon die Halbzeit. Roy. So ein Tor und ein Versuch durch Max Kruse. So. Also gutes Spiel durch Werder Bremen eigentlich. So, Bayern am Anstoß. Jetzt von links nach rechts. Coman am Ball gewesen. Jetzt kommt Werder Bremen. Eggestein. Gebre Selassie. Osako. Osako in die Mitte. Und das war ja nix. Das war leider nix. So, Neuer stößt ab. Süle. Kimmich. Kimmich auf Müller und er verliert den Ball. Kruse am Ball und in die Mitte und das war ganz knapp. Coman am Ball. Jetzt in die Mitte. Und ach, schade. So, Müller. Müller am Ball. Jetzt Alaba. Alaba zu Müller und schon die dritte oder vierte Chance durch Müller. Osako geht raus und Pizarro wird reinkommen. So, Eckball für die Bayern. Kimmich führt aus. Und Lewandowski. Oh, an die Latte. So, Thiago auf Martinez. Martinez wieder auf Thiago. Nein. Leider ein Fehlpass. Kruse. Kruse. Oh. So, die Bayern wieder am Zug. Müller. Müller zu Coman. Coman läuft, läuft. Er schießt. Oh, wieder an den Pfosten. So, Thiago, Coman. Coman zu Lewandowski. Lewandowski. Und da ist das 1 zu 1 durch. Lewandowski in der 77. Minute. Ein wunderschönes Tor. Ja, jetzt freuen sich alle. Die Fans sind aus dem Häuschen. Hier seht ihr nochmal das Tor.
Wunderschön gemacht. Bam, drin war er. Und jetzt geht's weiter. Eckestein, Eckestein auf Eckestein. Augustinsson. Augustinsson in die Mitte und. Das wird keine in die Hosen gehen. So, Süle auf Martinez. Boateng. Boateng auf Kimmich. Kimmich auf Müller. Müller auf Gnabry und ja, wieder den Ball verloren. Die Bremer haben den Ball. Sind jetzt im Vorwärtsgang. Klaassen. Klaassen schießt und neuer Held. So, Müller geht raus. Und Thiago geht auch raus für Sanchez. Müller geht raus für Rodriguez. Und die Bremer haben jetzt einen Eckball. Die Bayern tun sich schwer. Kimmich, Rodriguez, Lewandowski, Coman zu. Jetzt haben die Bremer wieder den Ball. Gebre Selassie. Jetzt in die Mitte. Pizarro. Der war ganz knapp. Der ehemalige Bayern-Spieler. So, Abstoß und ja. Das war's mit mit der zweiten Halbzeit. Es steht 1 zu 1, das heißt Verlängerung. Hier seht ihr nochmal 36 Minuten Kruse und 76. Lewandowski. So, Anstoß Werder Bremen. Jetzt wieder von links nach rechts. Rashica. Wagner. Rashica. In die Mitte. Und Eggestein hätte können das Tor machen. Jetzt wieder Werder, Rashica. Naja. So, jetzt Eckball durch Werder Bremen. Max Kruse wird ihn ausführen. Rashica. Und weiter im Ansturm der Werderaner. So, Selassie. Selassie hat den Ball verloren. Jetzt die Bayern wieder. Rodriguez, Gnabry, Lewandowski. Lewandowski zu Rodriguez. Und nach vorne geht's. Gnabry. Gnabry zu Lewandowski. Und, und Einwurf für die Bayern. So, Werder Bremen wieder am Angriff. Pizarro. Martinez. Lewandowski. Lewandowski zu Coman. Nein. Ja. So wird das nichts. So. Jetzt Bayern wieder am Zug. Ja, schon wieder ein Fehlpass. Und das war schon mit der ersten Halbzeit von der Verlängerung. Und jetzt spielen die Bayern wieder von links nach rechts. So, Lewandowski zu Sanchez. Martinez am Ball und Lewandowski und Gnabry am Ball. Und Eckball für die Bayern. Kimmich wird ausführen zu Gnabry. Gnabry in die Mitte und schade. Kimmich noch am Ball. Gnabry. Kimmich. Und Sanchez zu überhastet.
Abstoß durch Werder Bremen. Wagnerball, Eckestein. Zu dem anderen, zum Bruder Eggestein. Selassie zu Pizarro. Und die Bayern haben sich den Ball zurückerobert. Spielen nach vorne. Gnabry, Kimmich. Und Gnabry wieder. Gnabry zu Lewandowski und der schießt und ja. Leider vergeben. Da kann man nicht mehr sagen, dass das knapp war. Das war schon eher sehr weit drüber. So, Augustinsson, Moisander, Wagner, Eckestein und Sanchez konnte den Ball erobern und leider nichts draus machen. So, Eckestein zu dem anderen Eckestein und die beiden erobern sich den Ball und ja. So wird das echt nichts. Gleich ist die Verlängerung rum und es wird wahrscheinlich zum Elfmeterschießen kommen. Kommt Werder Bremen jetzt noch zu einem Tor? Oh. Nochmal sagen, Rashica, Wagner. Wagner schießt und, war der knapp oder war der, der war so wie eben der von Lewandowski. Abstoß durch Neuer. Zu Kimmich. Kimmich zu Süle. Und ja. Wir kommen zum Elfmeterschießen. Und wir sind mal gespannt, wer hier gewinnen wird. Der Trainer suchte aus, welche Schützen. Bei Bayern wird Sanchez, Gnabry, Lewandowski und so schießen. So. Pizarro läuft an und daneben. Das war wohl nix. Jetzt Lewandowski gegen Pavlenka und Lewandowski macht das 1:0. So. Eckestein gegen Neuer. Eckestein schießt und Tor für Werder Bremen. 1:1. So, Pavlenka gegen Rodriguez. Rodriguez läuft an und Pavlenka hält. Immer noch 1:1. Neuer gegen Augustinsson. Er schießt und daneben. So, Alaba gegen Pavlenka. Pavlenka hält wieder. So, Neuer gegen Eckestein. Eckestein schießt und Tor! Tor! 2:1 für Werder Bremen. Pavlenka gegen Coman. Pavlenka hält wieder. So, Neuer muss jetzt halten. Gegen Sargent. Sargent schießt. Und Tor! Werder Bremen ist im Finale. Gegen wen? Das wissen wir, weiß ich zu dieser Zeit noch nicht. So. Ich schicke euch wieder zu dem Stürmi-News und würde sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao. So, das war ja mal ein Spiel. Werder gegen Bayern im Orakel. 2:1 im Elfmeterschießen. Und 1:1 in 90 Minuten. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr tippen würdet in diesem Spiel. Also ich habe ja schon gesagt, 1:2, glaube ich. Was habe ich noch sagen wollen? Und zwar, ja, ich habe in jeder Halbzeit eine Mannschaft die gespielt, wie ihr gemerkt habt, hoffentlich. Und ja, ich würde mal sagen,
Ich hoffe, euch gefällt dieses Orakel. Schön Däumchen nach oben. Und falls ihr meinen Kanal gefällt, lasst kostenlos ein Abo da. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao!